Die Ausbauarbeiten an der künftigen Erschließungsstraße zum Scheibesee gehen planmäßig voran. Der Unterbau der 330 Meter langen Trasse ist fertig. Zudem wurden die Begrenzungsborde gesetzt, heißt es von der LMBV. In der kommenden Woche soll mit den Asphaltarbeiten begonnen werden. Zudem werden 17 Stellplätze errichtet. Ende Juni soll die Straße nutzbar sein. Die Kosten belaufen sich auf 145.000 Euro.